Rund um Pfingsten heißt die neue Ausstellung in der Hospitalkapelle Grimma, Kleine Galerie St. Georg. Diese öffnete am 6. Mai ihre Pforten. Mit Pfingsten verbindet die Künstlerin Gudrun Brohm mehr als nur die Freude auf zwei Feiertage. Zwei Sachen. Einmal, dass ich kirchliche Motive mal malen wollte. Und Pfingsten bietet sich ja da an als ein hohes Fest im Kirchenbereich. Und ist ja eine Kirche hier auch, eine Kapelle, da passt das ja wunderbar rein. Und zum anderen bin ich WGT-Gängerin, also WFGotik, in Leipzig schon lange Jahre dabei. Und das ist ja Pfingsten immer. So, und da, was da los ist und das bunte Treiben und das verrückte Treiben zum Teil, wollte ich eigentlich auch mal ein bisschen aufs Bild bannen. Und das waren so die Grundideen, die dazu geführt haben, dass ich das gerne darstellen wollte. Gudrun Brohm wurde in Grimma geboren, lebte und arbeitete nach ihrem Studium viele Jahre in Berlin und Stuttgart. Sie ist Mitglied im Kunst- und Fotoverein Grimma sowie im Verein Kleine Galerie St. Georg. Stilistisch ist sie vielseitig unterwegs. Ich liebe die 20er Jahre, auch Jugendstil, also Art Deco, das ist so meine Welt gewesen. Und Abstraktmalerei zum Teil, aber ich bin eigentlich, ich probiere alles aus. Ich habe Pastell gemalt, ich habe ein bisschen mehr abstrakt gemalt, dann auch Enkaustik probiert, Collagen, Acrylmalerei, es ist auch viel dazugekommen. Öl habe ich mich noch nicht so ausprobiert, weil das eben von der Geruchsbelästigung her in meiner Wohnung ein bisschen schwierig war. Habe ich mir aber vorgenommen, das jetzt auch zu machen. Ja, zeichnen natürlich auch. Eigentlich querbeet, ja. Einen Teil ihrer Ausstellung widmet Gudrun Brohm dem christlichen Glauben. In ihren Bildern setzt sie sich mit religiösen Inhalten auseinander und ordnet ihnen Bibelzitate zu. Erst waren die Bilder da und dann das Zitat. Ist auch nicht ganz einfach gewesen, kirchliche Dinge zu malen. Ich war auch beim Pfarrer hier von Grimma, der so nett war, sich die Zeit zu nehmen, mir ein paar Sachen rauszusuchen, die ich dann nutzen konnte, also wo ich nachschauen konnte und selber mir die Bibeltexte suche. Aber es fand ich toll, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Und ja, dann habe ich mir die Bibelstellen rausgesucht und ein Anliegen war für mich, auch im kirchlichen Bereich, wo man natürlich dann drüber diskutieren könnte, dass eigentlich Gott überall ist. Und da gehen ja die Geister auseinander, dass also egal welcher Glauben, außer vielleicht bestimmte spezielle Richtungen, Gott ja eigentlich in den meisten Fällen das Zentrum ist. Und das wollte ich eigentlich bringen, dass er also überall, nicht nur bei uns, verehrt wird, auch wenn man ihn anders nennt vielleicht, ne? Und zum anderen ging es mir auch ein bisschen um den Friedensgedanken, wenn man malt, auch das mit reinzubringen. Nicht nur schön und wunderbar, sondern eben vielleicht auch mal zum Nachdenken anzuregen, dass das, was im Moment läuft, eben ganz schön kritisch ist. Die Ausstellung in der Georgenkapelle Grimma ist bis zum 28. Mai, jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Termine außerhalb dieser Zeiten können telefonisch abgesprochen werden. Der Zugang ist barrierefrei.